Auseinandersetzung. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus dieser mit dem Ausgang? Ja, also ich stand jetzt noch ganz unter dem Eindruck von diesem ganz langen Tag heute. Es ist Gericht geführt worden, Katharina Frisch und zwei Abgeordnete darunter, also dabei auch ich, haben das Vertrauen ausgesprochen, obwohl ich eigentlich von der Opposition, ich habe gerne das Vertrauen ausgesprochen, aber ich habe gefunden, man kann nicht abseits stehen in dieser Frage. Und wir sind gleich lange in der Politik, also ich habe auch mitverfolgt, wie die Aurelie Frick in die Politik gekommen ist. Sie hat sich meinen Respekt erworben in den vergangenen 10 Jahren. Sie macht einen ausgezeichneten Job, was man von anderen Regierungsmitgliedern nicht sagen kann. Sie sind heute hier nicht zur Debatte gestanden. Und ich glaube, das ist einfach auch nicht eigentlich der Bevölkerungsmeinung entsprechend, zumindest nicht denen, die gut informiert sind. Ich habe das Gefühl, der Prozess, der heute nochmal abgespult worden ist, hat grosse Mängel gehabt. Niemand wollte hören, was sie noch zu sagen hatte.